So, Thomas, wir machen das gemeinsam. Jo. Warte mal, länger nach rechts anschlagen. Eins, zwei, drei. Seitenständer. Sind die Kekse noch drauf? Also, dann ist alles gut. Alles gut. Du, ist nichts passiert. Alles gut. Alles okay. Ja. Naja, also zugegeben, es ist nicht der ganz offizielle Weg, aber der direkteste und mit Schotter. Ja, Tommaso, sehr gut. Super. Super. Gut gemacht. Nicht unerwähnt lassen möchte ich hier an dieser Stelle, dass die Jungs hier völlig unerwartet auf den Schotter gekommen sind und auch noch mit Straßenbereifung unterwegs sind. Dann kommt noch hinzu, auch noch neue Maschinen. Sven hier auf seiner neuen 1250er GS, deren Lackierung ich übrigens ziemlich cool finde. Gleich hinten dran, da kommt der Ralf, ebenfalls neue Maschine, die neue KTM 1290 Super Adventure R, extra langer Federweg und ein raketenmäßiges Triebwerk. Wir sind soeben erst in Porto Torres angekommen. Alle lächeln, alle gut gelaunt. Erster italienischer Cappuccino hier, Croissant, und dann geht's los auf unsere erste Tour. Mit der Fähre sind wir von Genua nach Porto Torres gefahren. Das befindet sich im Nordwesten der Insel und von hier aus werden wir unsere einwöchige Tour beginnen. Ich werde euch die Tourtage nun kurz und knapp vorstellen. Die Routendaten selbst findet ihr wie immer auf meiner Webseite. Unser erstes Ziel ist der nordwestlichste Punkt von Sardinien, wo wir auf den Torre della Pelosa treffen, einen Steinturm auf einer kleinen Felseninsel, der ca. 1570 zur Verteidigung errichtet worden ist. Landschaftlich sehr beeindruckend und sicherlich eines der Highlights Sardiniens ist das Capo Caccia. Geht es weiter in östlicher Richtung und südlich an Sassari vorbei durch ein kurviges Mittelgebirge. Und kurvig ist auf Sardinien ohnehin alles. Hier hat man den Straßenverlauf der Landschaft angepasst und nicht andersrum. Seit Jahren werden die Straßen mit Unterstützung von EU-Geldern saniert und sind in einem allgemein sehr guten Zustand. Sardinien ist ein regelrechtes Paradies für Motorradfahrer. Hervorragende Straßen mit wenig Verkehr, 300 Sonnentage und Dolce Vita. Am frühen Abend erreichen wir Castel Sardo mit seinem hübschen Yachthafen. Wir beziehen für zwei Nächte das Hotel Rosa dei Venti, welches über eine Tiefgarage für die Motorräder verfügt. Direkt nebenan ein gutes Restaurant für die kulinarischen Genüsse. Das sieht doch lecker aus. Buon appetito. Und hier sind wir heute auch schon auf unserer nächsten Tour unterwegs. Es wird in nordwestlicher Richtung gehen, entlang der Küste.
bis wir schließlich Palau erreichen. Und dort werden wir mit der Fähre übersetzen auf die Insel Madalena über einen Panorama-Rundweg die erste Insel erkunden und dann geht es über einen 800 Meter langen Damm rüber zur nächsten Insel. Ja. Wir haben es gerade noch rechtzeitig auf die Fähre geschafft nach Madalena. Die Überfahrt dauert 15 Minuten und dann sind wir auch schon auf der Insel. Wir sind im Hafenstädtchen Palau und werden uns von hier aus jetzt auch gleich auf den Panorama-Rundweg begeben. Die Strada Panoramica wird ihrem Namen gerecht und bietet immer wieder schöne Ausblicke. Über einen 800 Meter langen Damm gelangen wir auf die Nachbarinsel Cabrera. Auch wenn ich hier mal wieder durch den Staub fahre, das muss man beileibe nicht. Parallel dazu findet man eine asphaltierte Straße. An dem südlichen Zipfel der Insel befindet sich die Batterie, die Punta Rossa, die wir für einen Fotostopp nutzen. Heute, wo geht es denn heute hin? In die Berge. In die Berge. Genau. Da drüben sitzen die Kollegen, die nehmen alle schon ein gutes Frühstück zu sich, denn heute geht es einmal quer durch die Insel von Castel Sardo, fahren wir runter nach Santa Maria Navese. Das liegt in der Mitte des Ostens dieser Insel. Geht einmal quer durch die Berglandschaft Sardiniens. Wenn ein Tag schon mit so einer Straße beginnt entlang der Küste, dann kann das nur ein guter Tag werden. Und die Sonne strahlt uns schon entgegen. Wir haben schon gute 24, 25 Grad. Und im Bergland wird es dann wahrscheinlich auch etwas frischer werden.
320 Kilometer kurvenreiche Strecke heute, mitten einmal durch Sardinien durch. Wir sind angekommen in Santa Maria Navese, sind jetzt auch im gleichnamigen Hotel, Hotel Santa Maria, und da sind wir die nächsten 3 Tage und starten von dort aus unsere Touren. Und so sieht man aus nach 320 Kilometern. Wir schwitzen alle, sind im Schweiß unseres Angesichts, aber hatten jede Menge... Freuen uns aufs Bier. Freuen uns aufs Bier, genau. Und jede Menge Spaß. Und du, Ralfi? Ja, hier. Auch ein Bier? Ah ja, hier. Ganz seltene Flüssigkeit, Beamtenschweiß. Und dort hinten unser Freund Thomas. Hello, Karim. Alles Hello, okay, Karim. Alles gut. Du freust dich auch aufs Bier? Immer. Kühl, oder? Immer, ein kühles Radler. Radler, gut. It's Schnusser Lemon. Unser neuer Favorit hier. Zum Wohl. Aufs Glück. Aufs Glück. Aufs Glück. Für Santa Maria Navarese sind 3 Übernachtungen geplant. Ihr habt hier auch 2 Tagestouren mit jeweils knapp 300 Kilometern. Dabei möchte ich zu bedenken geben, dass für manchen 300 Kilometer auf Sardinien mit all den kurvenreichen Straßen ein wenig viel sein könnten. Bei beiden Routen ist es möglich, diese ohne weiteres durch Querverbindungen abzukürzen. Schaut sie euch einfach in eurem Routenplaner an und passt sie gegebenenfalls an. Wir sind mit einer etwas schnelleren Truppe heute Morgen kurz vor 9 losgefahren und waren um 3:30 wieder zurück und haben unterwegs noch 2-3 Drohnenaufnahmen gemacht. Ich schätze, mit einer etwas größeren und touristischeren Gruppe wird es wahrscheinlich 1 bis 1,5 Stunden länger dauern. Also im Regelfall solltet ihr alle wieder um 17 Uhr im Hotel eintreffen. Im Folgenden möchte ich euch kurz und bündig die beiden Touren vorstellen. Tour 04 hat eine Länge von 292 Kilometer und führt euch gleich in westlicher Richtung auf die SS 198, die sich wie eine Python durch die Berge zieht. Eine Traumstrecke für alle Rossis oder auch jene, die einfach nur die Landschaft genießen wollen. Unterwegs kommen wir vorbei an dem Geisterdorf Gairo Vecchio. Aufgrund einer Überflutung wurde das Dorf 1951 nahezu vollständig zerstört. Die verbliebenen Ruinen sind noch heute zu sehen. Ein paar Kurven weiter befindet sich versteckt hinter der Ortschaft Ulassa, eingebettet in einem schönen Tal, umgeben von beeindruckenden Felsformationen, die Grotta Sumamuri. Um in diese letztendlich vorzudringen, muss man erst einmal hunderte von Stufen überwinden. Ralf, alles klar da hinten? Nee, ich spreche zusammen. Wir sind endlich angekommen im ersten Höhenlager. Wir akklimatisieren uns kurz, genießen rückwärtig die Aussicht. Ich glaube, die Kräfte haben sie schon verlassen. Ich habe ein helles Licht gesehen. Er hat ein helles Licht gesehen. Jetzt schon zunehmend kühler. In ihrem Innern sind lediglich 10 Grad. Man lässt die Motorradjacke also am besten an. Bis zu 1 Kilometer kann man in diese vordringen und dabei wunderschöne und bis zu 20 Meter hohe Stalagmiten entdecken. Ebenso sehr beeindruckend ist der sogenannte große Saal, in dem die Grotte Ausmaße von 30 Meter Breite und 72 Meter Höhe erreicht. Nach der Grotte ist das nächste Highlight dieser Tour das Naturreservat Montabu. Das Reservat umfasst 3000 Hektar und hat eine spektakuläre Landschaft mit Wäldern, Kalksteinfelsen und vielen freilaufenden Tieren. Ohne Umschweife geht es gleich weiter zur nächsten Tour, die in Navarese startet. Dies ist eine reine Tour für Kurvensuchtis, die euch hinauf zur höchsten Ortschaft auf das Dach Sardiniens führt. Hier zählt nur der Grip eures Reifens und euer Geschick. Fühlt euch zurückversetzt in die 80er, als wir Miami Vice noch im 4:3 Format auf dem guten alten Röhrenfernseher angeschaut haben und Politiker noch klare Linien gefahren sind. Musik.
alles auf Kamera. Ich habe alles im Kasten. Wir sind mittlerweile am letzten geplanten Fahrtag unserer Tour angekommen. Heute soll es unter anderem an die Costa Verde mit ihren schönen Sanddünen gehen. Im Anschluss werden wir der Küste weiter folgen, bis wir schließlich Cagliari erreichen, wo wir wieder auf die Fähre gehen. Cool. Alles festgefahren, alles schön breit. Finde ich super. Und dort unten käme die erste Wasserdurchfahrt, wenn Wasser da wäre. Es ist aber keins. Ah, doch, es ist ein bisschen Wasser da. So. Man soll dann aufhören, wenn eine Tour am schönsten ist, und dieses Ziel haben wir erreicht. Ich hoffe, ich konnte euer Interesse für eine Motorradtour auf Sardinien wecken. Einen genauen Routenverlauf findet ihr wie immer auf meiner Webseite. Zum Abschluss bleibt mir noch zu sagen, allzeit gute und sichere Fahrt.